Moin Kameraden und willkommen zurück zu Let's Play Beyond the Souls. Jo, ich habe mir jetzt mal ein bisschen, die Audiogeräte umgestöpselt und habe jetzt In-Ear-Kopfhörer. Ich höre mich jetzt selber nicht so laut, allerdings rede ich dann vielleicht umso lauter. Ja, die scheiß Kopfhörer, die ich sonst getragen habe, die haben ziemlich gedrückt auf dem Schädel, da habe ich dann immer Kopfschmerzen gekriegt und deswegen läuft das jetzt somit hoffentlich besser. Ja, ich sehe gerade gar nicht, was wir für ein Kapitel spielen. Achso, Spuk, so wie es aussieht. Und ich glaube, wir nähern uns jetzt auch so langsam dem Ende vom Spiel. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen. Er liebte seine Frau und seine Tochter viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. So, mal sehen, vielleicht schaffen wir es sogar noch, das heute durchzuspielen. Ich meine, es war sowieso mein Ziel, das dieses Jahr noch fertig zu kriegen. Tjo, die steht ein bisschen hinten in der Ecke rum. Wie in so einem Horrorfilm. Aber die sieht doch ganz niedlich aus. Aber ich gucke mich trotzdem erstmal ein bisschen um hier. Vielleicht kann ich ja noch was anderes machen. Aber scheint wieder ziemlich linear zu sein, also gehen wir der Kleinen mal hinterher. Oder gucken wir noch mal ein bisschen in den Spiegel. Sind aber zu klein, können wir nicht so hoch gucken. Ja, das ist ein bisschen unfair, die kann durch Türen laufen. Okay, gibt's auch nichts zu erledigen. Es erinnert mich so ein bisschen an Final Fantasy 13, wo man einfach auch bloß sinnlos, immer da den einen Weg, den es halt nur gibt, hinterher latschen kann. Ich komme ja schon. Tja, ist zumindest sehr freundlich von der Kleinen hier, dass sie immer stehen bleibt, damit ich auch weiß, wo ich lang muss. Und hier kann ich mich auch scheinbar nicht großartig verlaufen, wenn das bloß linear so weiterläuft. Johnny, was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Tjo, trinken ist ungesund. Zumindest Alkohol. Der trinkt ja irgend so ein hochprozentiges Zeug da. Kann man nicht ranzoomen. Und er verfolgt mich hier. Sieht ganz lustig aus, wenn ich ihn herlatsche. Lalala. Ja, guck genau auf meinen Schädel. Du wirst langsam müde. Und wenn ich jetzt nach links laufe, schläfst du ein. Oder auch nicht, na gut. Hallo. Nicht weinen, Daddy. Was
Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jodie. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Helen. Laura. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jodie. Bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. Der sah jetzt noch ziemlich jung aus und das war schon wieder ein Kapitel, ging ja schnell. Und in dem Zeitstrahl sind wir jetzt ziemlich weit rechts. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört, die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Okay, tja, ich dachte, den Typen haben wir abserviert letztes Mal. Und dementsprechend ignoriere ich den auch erstmal und gehe erstmal in die Ecke pissen. Guckt hier keiner? So. Na, nicht spannend, Jungs. Tja. Leider haben zu viele geguckt, deswegen musste ich laufen lassen. Sieht man zwar nicht, also ich habe eine ziemlich gute Jeans dafür, dass ich mir gerade eingestrüllt habe, so. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? Ist mir egal. Ich habe getan, was sie wollten. Das geht mich nichts mehr an. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Tja, das ist mir auch egal. Es ist leider zu spät zum Bedauern. Was wirst du jetzt tun? Ich werde mir erstmal eine Cola kaufen. Ja. Ich weiß nicht. Ich brauche Zeit, um es herauszufinden. Herauszufinden, was ich will. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jodie, ich... Ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Nö, kein Bock.
Du hast gelogen. Ich könnte dir nie wieder vertrauen. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe einen Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Nein. Ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Tja, tut mir leid, ich bin lesbisch und du hast nicht die nötigen Attribute dazu. Fehlen dir eindeutig die Man-Boobs. Manche Entscheidungen sind schwer, Jody. Ja, sicher. Immer haben die anderen für mich bestimmt. Wird Zeit, dass ich mal Entscheidungen treffe. Tu nur, was dein Herz dir sagt. Dann triffst du die richtige Entscheidung. So, jetzt wo keiner guckt. Hey Jody, wo willst du denn hin? Hier lang geht es zu Nathans Büro. Ja, ich muss mal auf Toilette. Der Rest läuft mir schon das Bein runter die ganze Zeit. Meine, du hast es gut. Du kannst überall da ein Ding rausholen und hinschiffen, aber ich muss mir erstmal die Hose runterziehen. Okay, wir sind da. Ruf mich an, dann hole ich dich wieder ab. Okay. Was immer Nathan sagt, pass auf. Ja, und was soll er denn sagen? Keine Ahnung. Schon wieder der riesen Bildschirm. Der ist schon ziemlich geil. Jody, es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe meine Mission erledigt. Jetzt ist die CIA dran. Und was die CIA angeht... Du existierst nicht länger. Na, gib schon her. Du heißt jetzt Elizabeth North. Neue Identität, neues Leben. $500,000 für geleistete Dienste. Das hilft dir beim Neuanfang. Ja, nehmen wir, na klar. Danke. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte an dich. Als meine Frau und meine Tochter von mir gegangen sind durch diesen Unfall vor 15 Jahren, wollte ich ja auch sterben. Ich weinte viel. Ich habe mir den Kopf gegen die Wand geschlagen und den Grund verzweifelt gesucht. Warum? Warum sie? Ich würde sie nie wieder im Arm halten können.
Das war wie eine Wunde, die nicht heilt. Aber dann kamst ja du. Und ich habe erkannt, sie waren noch hier, die ganze Zeit bei mir. Ich konnte sie nur nicht sehen. Die Regierung hat mir alles gegeben, was ich brauchte, zum Studium der Infrawelt. Sie waren interessiert an militärischen Anwendungen, aber mich interessierte nur, meine Familie wiederzusehen. Es hat Jahre gedauert. Aber schließlich hatte ich Erfolg und entwickelte das hier. Hallo, meine Süßen. Alan. Laura. Ihr beide fehlt mir so sehr. Ich komme zu Ihnen jeden Tag. Wir werden bald vereint sein. Ich entwickle einen modifizierten Kondensator, um mit den Seelen aus der Infrawelt zu kommunizieren. Um mit den Toten zu reden, Jodie. Stell dir das vor. Was willst du von mir? Ich will, dass du mir hilfst, mit ihnen zu reden. Ich will sie nur reden hören. Ich will ihnen sagen, was ich hier tue. Bis zum Abschluss meiner Forschung bist du die Einzige, die das schaffen kann, Jodie. Ja, der ist so ein bisschen wahnsinnig geworden. Ich glaube, das mache ich nicht. Nein. Nein. Tu das bitte nicht. Ihre Stimmen sind verschwunden seit 15 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich sie durch ein kleines Mädchen hören konnte. Ich bitte dich, Jodie, tu das für mich. Gib mir deine Hände. Tja, wieso kann ich das dann, also wozu muss ich dann jetzt überhaupt eine Entscheidung treffen, wenn im Endeffekt sowieso dasselbe gemacht wird? Ja, kalt. Du wolltest mit ihnen reden. Okay, du hast gehört, was sie dir sagen. Leb wohl, Nace. Ich hoffe, du findest Frieden. Thank you.